Hatte Karl Marx in Sachen Kapitalismus doch recht, oder genauer gesagt, hat er erst recht, seit es den Finanzkapitalismus gibt? Das ist die große Frage und es spricht einiges dafür. Fangen wir mal so an. Die Notenbanken haben sich gedacht, in der Corona-Krise, in der Finanzkrise, Mensch, wir müssen das Geld billiger machen, weil wenn wir das Geld billiger machen, dann werden mehr Kredite vergeben. Wenn mehr Kredite vergeben werden, dann wird mehr investiert. Wenn mehr investiert wird, werden neue Jobs geschaffen. Wenn Jobs geschaffen wird, wird Wohlstand geschaffen. Also haben wir praktisch so einen Top-Down-Effekt. Die Notenbanken, die senken die Kosten des Geldes und es kommt dann bei allen an und alles ist wunderbar und wir haben Wirtschaftswachstum und alles ist super. Aber die Realität sieht ein bisschen anders aus. Die Realität sieht nämlich so aus: Die Notenbanken senken die Zinsen, machen das Geld billig. Die Unternehmen nehmen dieses Geld, weil es billig ist und weil sie nichts anderes zu tun wissen, investieren sie das Geld in eigene Aktien, investieren es also nicht in Menschen oder in neue Produkte, in neue Innovationen. Dadurch steigen die Preise für Aktien, was wiederum denjenigen zugutekommt, die eben diese Aktien besitzen. Das sind in der Regel die Firmenchefs, die ja über Optionen am gestiegenen Aktienkurs, vor allem in den USA, sehr gut verdienen. Und die anderen, die schauen dumm aus der Wäsche, weil sich das Geld entwertet und sie keinen Gegenwert gegen diese Geldentwertung aufgrund dieser massiven Ausweitung der Geldmenge haben. Und die kriegen dann Helikoptergeld in Gestalt des Staates. Die Amerikaner haben es schon vorgemacht, bei uns wird es wahrscheinlich auch kommen. Aber schauen wir uns mal an, was Marx eigentlich meinte. Und das ist etwas Grundsätzliches. Und Marx spricht von der Akkumulation des Kapitals, meine Damen und Herren. Damit meint er, ein Unternehmer, der nimmt Geld in die Hand, der will Profite erzielen. Also investiert er dieses Geld in Maschinen, in neue Produkte mit dem Ziel der Gewinnmaximierung. Er macht diese Gewinne, nimmt dieses Geld wiederum für neue Investitionen und so weiter und so fort. Dadurch sinken aber die Margen, wenn alle das tun. Dadurch werden nur wenige überleben. Dadurch akkumuliert sich das Kapital. Es häuft sich also an bei den wenigen. Und wenn man diesen Text hier sieht, der immer vom Kapital spricht, und wir ersetzen das jetzt mal mit dem Begriff Aktie, dann ist genau das, was derzeit passiert. Es sind immer weniger, die immer mehr Aktien besitzen, und immer mehr besitzen keine, beziehungsweise haben kein Gegengewicht, haben keine Chance auf die Geldausweitung, auf die Geldmengenausweite zu reagieren, die die Notenbanken betreiben. Und schlichtweg wird es dann so sein, so hat es Marx damals beschrieben, und er hat nicht recht gehabt mit dem traditionellen Kapitalismus. Die Akkumulation des Kapitals, so hat es Marx vorgedacht, wird dazu führen, dass die Masse immer ärmer wird, immer weniger werden immer reicher, die Masse immer ärmer. Die Masse kann dann aber die Produkte der Firmen nicht mehr kaufen, wodurch auch die Firmen sozusagen untergehen, weil eben die Abnehmer für die Produkte gar nicht mehr da sind, weil die sich das Ganze nicht mehr leisten können. Jetzt haben wir die Situation, dass die Verschuldung massiv steigt und wir jetzt in einer Lage sind, wo eben immer mehr Leute durchgefüttert werden müssen, während die anderen immer reicher werden. Das gilt vor allem für die USA und wir wollen uns das im Einzelnen mal anschauen. Und das ist eben jetzt genau der Punkt. Es fängt an, die Notenbanken drucken Geld, das Geld wird billig, die Unternehmen verschulden sich und kaufen eigene Aktien, Sie ahnen es, und da haben wir ein neues Hoch erreicht jetzt im Jahr 2021. Nachdem es in der Corona-Krise mal eine kurze Pause gegeben hat, sind die Buybacks wieder massiv gestiegen. Hier sehen, dass auch die Unternehmensverschuldung massiv steigt. Sie steigt vor allem wegen den Buybacks, weil die Unternehmen Schulden aufnehmen, eigene Aktien zurückkaufen. Im Jahr 2005, also vor 15 Jahren, lag die Verschuldung so um und bei 5 Billionen Dollar der US-Unternehmen, jetzt sind wir über 11 Billionen. Wir haben also in 15 Jahren die Verschuldung mal eben schlank verdoppelt. Und man sagt vielleicht, ja, kein Problem, das Gewinnwachstum ist doch da. Nun ja, warum ist das so groß, das Gewinnwachstum? Weil es immer weniger Aktien gibt, durch die der Gewinn geteilt werden muss, durch die Buybacks wiederum. Deswegen sehen wir hier teilweise Steigungsraten von 30, 40%, manchmal 60, manchmal 80% der Gewinne pro Aktie bei den Unternehmen. Aber schauen wir uns mal den Revenue an, den Umsatz. Steigt der auch so? Nein, der steigt eben nicht so deutlich. Das sehen wir hier, wenn wir hier mal
bei 10% Umsatzwachstum sind, dann ist das schon mit das höchste der Gefühle. Das gilt jetzt auch für diese Berichtssaison. By the way, die Umsätze sind nicht gestiegen, aber die Gewinne sind gestiegen. Denn was machen die Unternehmen? Was sie investieren jenseits der eigenen Aktienrückkäufe, das investieren sie vorwiegend in Technologie, die es ihnen hilft, den Kostenfaktor Mensch sich einsparen zu können. Dadurch sehen wir, dass der Arbeitsmarkt nicht wirklich komplett wieder sich erholen kann, weil man braucht schlichtweg weniger Leute. Das müssen die Unternehmen vielleicht auch machen, weil die Margen aufgrund der gestiegenen Inputkosten eben auch gestiegen sind. Also baut man den Faktor Mensch als Kostenfaktor tendenziell ab, wenn KI oder Maschinen das Ganze erledigen können. Aber irgendwann fehlen die Abnehmer für die Produkte. Und diese Abnehmer, die müssen am Leben gehalten werden. Deswegen gibt es das Helikoptergeld und deswegen gibt es vielleicht so etwas wie ein Grundeinkommen, das wir bald sehen, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Würde alles Sinn machen, passt alles in dieses Schema. Also die Gewinne steigen deutlich stärker als der Umsatz, weil die Unternehmen rationalisieren, teilweise auf Kosten eben der Arbeitskräfte. Und wer profitiert davon? Es sind die oberen 1%, die in den USA mehr als 51% aller Aktien halten. Die untersten 50% haben 0,5% der Aktien. Das heißt, die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung, und das ist in Deutschland ähnlich, nicht ganz so krass vielleicht, aber die Hälfte der Bevölkerung hat ein halbes Prozent aller Aktien. Das spricht Bände. Und da ist es kein Wunder, dass jetzt möglicherweise die Wall Street ein bisschen Druck macht und auch die beiden Regierungen sagt, nur vielleicht kann der Jerome Powell doch ein bisschen länger bleiben, denn Powell ist ein Garant dieses Systems. Der druckt so lange, bis es nicht mehr geht, angeblich wegen der Wirtschaft, aber der Wirtschaft bringt das wenig. Es führt vielmehr zur Akkumulation von Aktien im Besitz von wenigen. Da ist Powell genau der richtige Mann und in Europa ist genau die richtige Frau, Madame Lagarde, die sich heute geäußert hat und unter anderem gesagt hat, Inflation haben wir keine Angst vor, weil die Lohnsteigerungen doch nicht so da sind. Warten wir mal ab, aber hier unser europäisches Pendant ist die Frau Lagarde und auch sie druckt. Hier sehen wir mal die Bilanzsumme der Notenbanken jetzt oder der EZB fast bei 8 Billionen, also fast die Größe erreicht wie die Bilanzsumme der Fed. Und das ist das große Missverständnis, ob gewollt oder nicht, ob absichtlich oder nicht, dass die Notenbanken meinen, sie könnten wirklich die Wirtschaft animieren und nach vorne bringen. Faktisch zerstören sie die Wirtschaft, denn durch diese Akkumulation von Aktien, durch diesen Anreiz, eigene Aktien zurückzukaufen, nicht zu investieren in Technologie, in Innovation, wird die Wirtschaft abbremsen. Gleichzeitig füttern wir Zombie-Unternehmen durch das billige Geld mit durch. Die wiederum binden Kapital und Arbeitskräfte, die anderswo viel produktiver hätten verwendet werden können. Also es ist ein Teufelskreislauf, aus dem wir irgendwie nicht rauskommen. Es ist fast schon tragisch. Und heute die Meldung, der Schuldenstand der Eurozone ist jetzt erstmal über 100% geklettert, erstmals über 100%. Deswegen müssen die Notenbanken ja weiter Geld drucken, damit das irgendwie geht. Also Sie sehen, wir sind auf dem besten Wege, es kann nichts schief gehen, aber Marx hatte leider recht. Allerdings erst recht mit dem Finanzkapitalismus. Der traditionelle Kapitalismus hat nicht dazu geführt, dass die Leute sich immer weniger leisten konnten, denn der hat dafür gesorgt, dass die Verteilung irgendwie doch noch funktioniert hat. Jetzt läuft die Geschichte in eine andere Richtung. Und wir werden heute, ich will noch mal darauf verweisen, gleich will ich darauf verweisen, erst hier das House of Lords, das ist das Oberhaus des britischen Parlaments, hat gesagt, wir müssen mal untersuchen, wie abhängig überhaupt alle hier sind von diesem QE, von diesem Quantitative Easing. Hier sehen wir mal die Bilanzsumme der Bank of England, viel, viel höher als, deutlich stärker gestiegen als im Zweiten Weltkrieg mit der massiven Verschuldung. Also wir sehen, da gibt es eine Kammer, die völlig unbedeutend ist, nämlich das House of Lords, das Unterhaus ist in UK das Entscheidende, nicht das Oberhaus. Die meckern da ein bisschen, aber das System muss weiterlaufen und dieses System wird weiterlaufen, weil die Herrschenden ein großes Interesse daran haben, dass es so weiterläuft. Und die anderen, die kriegen dann eben die Almosen in Gestalt von Helikoptergeld oder bedingungslosen Grundeinkommen. Und dann sind die auch zufrieden und alles ist gut. Und die Welt wird sich wunderbar weiterdrehen und die wird sich vor allem um 18.30 Uhr weiterdrehen, meine Damen und Herren. Letzter Call, 18.30 Uhr. Der Crash kommt eh nie. Mit Roland Ulrich, aber auch mit dem Marc Friedrich unter anderem. Ich glaube, das wird richtig kitzeln.
kitzlig, möchte ich sagen. Da ist eine gewisse Spannung dabei, hoffe ich. 18.30 Uhr geht es los. Ich packe wieder den Link unter das Video, meine Damen und Herren. Ich zähle auf Sie. Ich bin persönlich beleidigt, wenn Sie sich das nicht anschauen. Wenn es nicht live geht, dann machen Sie es morgen oder am Wochenende. Apropos Wochenende. Morgen gibt es dann kein Videoausblick und kein Markeflüster. Da sollten die Bullen mal ein bisschen nachdenken über diese Aussage. Wenn ich nicht da bin, dann ist es meistens schwieriger an den Märkten, gell? Also ich hoffe, wir sehen uns gleich. Servus und ciao.